Oh Leute, willkommen zu Farming Simulator 2015. Ich wollte es mal hier Let's Play rüber machen. Ich habe auch schon zwei Parts gemacht, aber ich muss das Profil wieder löschen. Also, denn YouTube hat das Video nicht irgendwie angenommen. Und ja, mach weiter mal so, wie ich es gerade gemacht habe. Ja, dann würde ich jetzt mal so 100 Folgen versuchen. Das will ich jetzt mal wirklich durchziehen. Also, wirklich durchziehen. So, wirklich versuchen, jetzt mal 100 Folgen zu machen. Ja. Also, ich habe mir vorgenommen, 100 Folgen davon zu machen. Vielleicht werde ich auch versuchen, immer im. Ja, 100 Folgen machen. Hallo, willkommen zum Landwirtschaftssimulator. Möchten Sie jetzt eine kurze Tour beginnen, die Ihnen die Grundlagen des Spiels zeigen? Nein, ich kenne schon alles. Ja, hier mit L1 sprintet man. Und L1 und hier duckt man sich und so weiter halt. Und ja, hey, ist ein Ofen. Und ja, hab was entdeckt. Sie haben eine Goldmünze gefunden. In der Welt sind 99 weitere Münzen versteckt, die einen neuen Besitzer suchen. Da ist noch eine. Natürlich kenne ich schon ein paar Verstecke. Dann ja. Aber nicht alle Verstecke kenne ich, aber so ein paar. Zum Beispiel das hier kenne ich noch. Ja. Und dann Güterbahnhof noch drei, weiß ich. Ja. Ja. Also ich möchte wirklich. Ja, warte mal, erstmal anschalten. Hier möchte ich wirklich 100 Folgen versuchen. Und ich war auch selbstständig, sieht man oben auch, halber einstellen und so weiter. Mir ist mal aufgefallen, dass ich in den Videos lauter reden muss. Ja. Übrigens, ich weiß auch, was passiert, wenn man alle Goldmünzen gefunden hat, alle 100. Da bekommt man, also ich hab's nämlich mal geschafft, da bekommt man dann. Das sind halt, da steht dann, dass es Fälschungen sind. Und dann muss man zum mystischen Brunnen, da steht unten bei Feld 40 bei den Kühen. In der Ecke unten. Wer es gefunden hat? Ja. Wer es nicht gefunden hat, einfach pausieren und dann suchen. Da ist dann tatsächlich so Berge. Ganz, ganz unten in der Ecke. Also links unten in der Ecke sind so große Berge und da steht so ein mystischer Brunnen. Wenn man da rangeht, also steht da mystischer Brunnen. Ein Brunnen, wo keine Ahnung, was Sachen sind. Und hier auf dem Hof da ganz vorne steht auch so ein Brunnen. Und der sieht genauso aus wie der mystische Brunnen. Da muss man dann halt hingehen und dann kann man da die Münzen reinwerfen. Und dann werden die Silos, also dann werden die Silos hier mit Weizen, Raps und so weiter, alles aufgefüllt auf rund 200.000 Liter oder Tonnen. Und ja. Ja. Hier gibt es halt so LKWs, wer es noch nicht kennt, und Tiere! Autos. Wird auch vielleicht nützlich sein. Ja. Ja. Ich würde da mal sagen, wir holen uns jetzt einfach mal eine Kettensäge für später mal, also für irgendwann mal, damit wir es nicht kaufen müssen, wenn wir später, wenn wir es brauchen und kein Geld haben.
Und Angebote gibt gerade gar nichts hier. Auch nicht. Hier sind die Schnellwerke hier. Lamborghini. Zimmer, warte mal. Bergmann. Wo ist die Marke? Grand. Güllefoss. Okay. Ja. Ich schalte jetzt mal die Hilfe ein. Hier gibt's dann das hier. Der hatte 26%. Da könnten wir theoretisch eigentlich mal verkaufen gehen. Also ich werde jetzt mehrere Folgen hintereinander aufnehmen. Also ihr könnt auch Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Also so. Denn ich lese auch jeden Kommentar. Ich freue mich auch immer über jeden Kommentar. So. Und über jeden Abonnenten. Also über jeden Abo freue ich mich auch. Zum Beispiel jetzt im Moment habe ich 7 Abonnenten, nur leider. Ja. Ja. Diese Stille ist so schön. Diese Stille. Ja, verkaufen wir jetzt mal. Dann hole ich auch noch mal die 3 Goldmünzen, die ich da noch kenne. Warte. Ich bin mir gerade nicht so sicher, aber hier irgendwo war noch irgendwo eine. Auf jeden Fall ab 10 Goldmünzen. Ja, hier, am Zelt. Ab 10 Goldmünzen werden die auf der Karte angezeigt. Kenne ich mal eine? Anders, ein anderes Zelt. Ja, dann werden wir da mal auf die Jagd. Auf die Jagd gehen. Zum Beispiel auf meiner privaten Welt habe ich dafür 100 Folgen. Habe ich dafür eine Stunde gebraucht, um alle zu finden. Hier muss eine sein. Wie gesagt, ich weiß selber nicht, wo die alle waren. Ich weiß nur noch ein paar. Also ich denke, zum Beispiel so Orte, die man eigentlich gar nicht benutzt, sind da manchmal welche. Zum Beispiel, oder auch auf Felsspalten zum Beispiel, hier unten könnte es einen liegen, aber ist es wahrscheinlich nicht. Aber hier in diesem Wald, das sind so auch noch so richtig viele. Ich weiß gar nicht, ob man mich so versteht, da muss ich so nah dran gehen. Ja. Übrigens habe ich den Controller unter dem Tisch, denn in den vorigen Videos, die ich nicht hochgeladen habe, also nicht hochladen konnte, sagen wir es mal so, ja, ging es einfach nicht. Keine Ahnung warum. Hat halt Fehler beschrieben. So, Nummer 1 ist hier. Nummer 2. Diese hier. Und Nummer 3 muss ich weit laufen für. Wer ist schneller? Niemals, ich sehe ihn schon. Niemals. Lauf. Mann, bin ich tief. Mann, bin ich gerade tief reingegangen. Auf jeden Fall, ich werde schon mal auf irgendeine Folge mal auf Jagd gehen. Oha! Also auf jeden Fall schon mal ein guter Start.
Viel zu guter. Komm, ich spann mal auf das Auto hier. Da wir schnell irgendwo hinfahren können. Ich weiß immer noch nicht mehr, wo ich alle gefunden habe. Die ersten 10. Der erste Schritt zum Bauernerfolg sind Hühner. Machen wir jetzt mal 30 Hühner. 20. 30. Das ist immer der Erfolg von den Bauern. Die Hühner. Oder auch nicht. Ja. Macht jemand Lärm? Und ja, erste Folge ist auch gleich schon wieder vorbei. Ich will jetzt direkt mehrere Folgen hintereinander aufnehmen. Und ja. Warte mal, hier waren da noch welche. Hier waren noch ein paar Münzen. Da könnten wir ja schon fast nächste, da könnten wir ja sozusagen nächste Folge schon mal die Münzen sammeln. Wenn ich jetzt in dieser Folge 10 Münzen finde. Irgendwo, ich weiß noch nicht mehr wo, war hier irgendwo in der Nähe eine Münze? Vielleicht hier? Hä, hey, wo ist denn hier die Münze? Münzi? Münzi-Pünzi? Münzi-Glünzi-Pünzi? Ah! Ich wusste es. So, jetzt noch. Noch 2 Münzen, dann können wir in der nächsten Folge auf Jagd gehen. Oder wollen wir nächste Folge auf Jagd gehen oder nicht? Wenn ja, dann schreibt es mal in die Kommentare, denn ich werde aber morgen dann die nächste Folge machen. Denn dann könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, ob ich in der zweiten Folge direkt schon auf Münzjagd gehen soll oder ob das langweilig wäre, weil ich dann direkt richtig viel Geld kriege. Manche sagen jetzt, oh, die sind sozusagen cheaten. Das, was im Spiel drin ist, darf man auch benutzen. Also wenn ihr zum Beispiel irgendwo einen Kasten mit 10 Millionen Euro im Spiel hier irgendwo liegt, zum Beispiel da vorne im Haus so 10 Millionen Kiste steht, so, also so ein Koffer mit 10 Millionen Euro drin, wenn man den einsammelt, dass man 10 Millionen Euro hat, dann darf man das ja machen, weil es im Spiel dazugehört. Theoretisch. Ja, und schreibt mir auch mal in die Kommentare, ob ich Bank benutzen soll. Also hier, diese Bank, wisst ihr? Ob ich die benutzen kann, denn darf. Denn da kann man ja direkt 200.000 abziehen. Aber die Folge ist jetzt auch schon wieder vorbei. Schreibt mir einfach in die Kommentare, ob ich in der nächsten Folge auf Münzjagd gehen soll. Und die Bank benutzen darf. Naja, auf jeden Fall. Bis zur nächsten Folge. Ja, lasst auch mal ein Abo da und vielleicht auch mal einen Daumen hoch. Und dann bis dann. Ciao.